Freunde, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Part von Pokémon Platin. Und den vollen Namen übernimmst du, Sefi. Ich habe gerade gewartet, um zu erfahren, ob du den Namen richtig benennen und vor allem aussprechen kannst. Nein, guck mal, du musst es ja smart machen. Du musst diese Arbeit weitergeben. Ja, genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den richtig ausspreche, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, Pokémon Luminescent Platinum. So heißt der Hardcore, geisteskranke Hardcore-Hack hier. Hey, bis zum nächsten Part kann ich das, versprochen. Sehr gut. So, Freunde, was haben wir im ersten Part gemacht? Wir haben ein paar coole Pokémon gefangen. David und ich haben leider nicht so viel Glück gehabt bei unserem allerersten Encounter. Aber es ist ja auch noch erst der Anfang des Spiels. Dementsprechend kann noch viel passieren. Aber schrecklich waren sie jetzt auch. Ja, so. Man kann damit arbeiten, ne? Ja, genau. So, du bist schon bei der ersten Trainerin. Alter, ich muss diesen Schutz anschalten. Na klar, niemals antäuschen. Wir wollen hier durchrattern, ne? Ich merke jetzt schon, wie ich wieder aggressiv werde. Wobei, theoretisch wären wilde Pokémon auch guter Grind. Ja, also eigentlich kann man alles mitnehmen. Vor allem hier zum Anfang, ne? Ja, genau. Oh. So, wichtig ist nur, lieber David. Erstens, du hast noch nie eine Soul Link gemacht. Zweitens... Das Ganze ist ja auch Englisch und ich gehe stark davon aus, dass du viele Attacken nicht kennst auf Englisch. In einer Soul Link immer lieber zweimal nachgucken, im Zweifelsfall mal rüberschielen und fragen, als dass du A spammst und dann von irgendeinem Konter oder irgendwas weggehauen wirst. Das passiert nämlich sehr gerne, wenn man im Redefluss ist und vielleicht auf einem anderen Bildschirm oder weiß ich was. Wir lassen uns ja Zeit, ne? Das wird ein Hardcore-Hack und wir wollen so weit kommen wie möglich. Dementsprechend better safe than sorry. Richtig, genau. Ja, hier am Anfang kann man, glaube ich, noch ganz gut reinhauen. Mehr oder weniger. Ich denke auch. Ja, aber ich denke auch. Bald sollte man aufpassen. Genau, ich weiß nur nicht, wie lange noch, ne? Weil ich habe schon gehört, die ersten zwei Arenen sind schon Run-Ender, wenn man ohne Cheat spielt und das, ja, heißt was. Ich weiß gar nicht mehr, was ist die erste Arena? Ist es eine Steinarena? War es die Olle in der, Museum? Nächste ist die Steinarena, ne? Es war doch, glaube ich, die Fossiltante mit dem Dings da drin, oder nicht, oder wie, oder was? Ich kann es dir auch nicht mehr sagen. Welche Attacke ist Covid? Dachte gerade, aber Covid, was? Covid? Das ist Raub auf Normal. Das ist, ich glaube, das ist eine recht neue Attacke. Das ist Raub auf Normal. Sandwirbel kann unter Umständen ganz gut sein. Ich würde da Tackle mal... Was hat Tackle für eine Stärke? Ich glaube 50 oder so, ne? 40. 40 sogar, boah. Naja, früher war es ja 40. Dann würde ich Tackle auf jeden Fall verlernen, weil mit, okay, Covid, krass. Mit Covid hast du eine stärkere Attacke als Tackle. Und Sandwirbel kann ganz gut sein, wenn du mal irgendwie verzweifelt bist und den... ich wollte es gerade sagen, ja. Und den Gegner irgendwie blenden musst, damit der nicht mehr trifft. Ja. Wäre schon ganz gut, ne? Ja. So. Warte mal. Der Tristan. Kümmer dich mal um den Tristan. Alter, aber krass, dass dein Evoli schon auf Level 7 ist, ey. Ja, du... Na, wir grinden ja auch hier rein. So, und zeig dem Tristan mal, was eine Hake ist. Okay. Und dabei redest du nicht von Gartentipps. Okay. Das Ding ist, Hut ist immer gruselig. Am Anfang des Spiels macht der Dude Aufruhr und all so ein Lachs. Oh! Und dann krittet er noch. Alter. Leute. Oh, Hypnose? Digga! Let's go! Alles klar. Leute, mach mal einen Hex-Counter in den Chat. Ich will immer Kommentare sehen mit Hex-Counter. Was ist ein Hex-Counter? Das sind Leute, die psychisch gestört genug sind, um alle Crits und alle Misses und generell alles, was so passiert in den Nuzlocke zu zählen. Ey, das kannst du doch niemandem antun.
und reinzuschreiben. Oh? So, das Huthut ist ein bisschen gruselig, Digga. Das ist, Nicht nur vom Aussehen, ne? Boah, Digga, Alter, was das für Schaden macht. Okay. Let's go. Boah, Digga, Level 4 KP. Alter, der hat noch einen Mon, ne? Ja, ein zweites. Ja, aber Starra Lili ist ja kein Act. Digga, ich bin jetzt schon am Schwitzen. Wie kann denn das eigentlich wieder sein? Bro, was machst du denn? Ja, dieses Huthut hat mich komplett auseinandergenommen. Crazy, dass es so durchgezogen hat. Okay, Starly. Boah, ich hoffe geil. So sehr, dass dieses Starra Lili mich jetzt nicht 3-Hit-KO'd oder so. Ja, das wäre nicht gut. Aber ey, ich bin durch, Meister. Ich bin durch mit dem Fight. Oh Gott, der Quick Attack. Okay, wenn er mich einmal crittet, wird's stressig. Wie viele KP hast du denn noch? Okay. Meister, passen Sie auf. Alles gut, alles gut. Wollt's nur ein bisschen spannend machen für die ganzen OGs im Chat, Alter. Puh. Das war komm, schon die Show kommt später im Projekt. Das war schon ein bisschen gruselig jetzt schon wieder, ey. Gut, gehen wir heilen. Naja, ist eine gute Idee. Tränke oder so ein Stuff haben wir noch gar nicht dabei, ne? Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch jetzt die Frage, wie wir die Trankregel machen. Ich glaube aber, wir haben uns schon geeinigt auf 3 Tränke pro Kampf, oder? Genau. Glaub, so kommt da noch zusätzlich hinzu, wenn der Gegner einen Trank nimmt, dass wir dann auch einen Trank zusätzlich nehmen dürfen oder begrenzen wir es auf maximal 3? Ich hätte schon gesagt, ja. Wenn man Tränkeregel macht, dann würde ich sagen, kann man auch machen, dass je mehr Tränke der Gegner nutzt, desto mehr kann man selber nutzen. Das Problem ist nur, es wird nicht unbedingt einfacher, wenn man Tränke benutzt. Manchmal bist du in einer Situation, wo nicht unbedingt... Oh Gott. Ja, wo dir ein Trank halt nicht so viel bringt, ne? Aber... Oh Gott, Ja, aber du, der Verzweiflungsmove, der macht's schon. Oh. Oh oh. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Plinfer. Hier als erste Wahl. Ja. Oh. Das wird interessant jetzt. Oh oh. Okay. Ich hoffe, dass der mich nicht crittet. Reicht das Adaptability minus 1? Nein, schade. Roar? Was? Der hat Brüller? Ey, was haben die Viecher im Early Game für Moves? würdest du Charm erlernen lassen? Charm ist eine sehr gute Attacke tatsächlich, ja. Charm ist tatsächlich doppelt so gut wie Heuler, also Growl. Das senkt nämlich den gegnerischen Angriff um 2 und das ist echt gut. Okay, das ist stark. Also der physische Angriff dann, genau, ne? Genau, es halbiert seinen Angriff. Mashallah. Das ist tatsächlich ziemlich strong, ja. So, okay. Dann habe ich hier Spark, das ist definitiv stärker. Ja, kann man gegen Blubber. Ich wollte gerade sagen, ne, wenn ich Water Gun habe, reicht das eigentlich, ne? Ja, ja. Ein Wasser-Move, der viele AP hat, reicht in der Regel. Okay. Ey, aber ich habe das Gefühl, also die Movesets wurden auf jeden Fall angepasst hier. Die können teilweise schon echt krass attacken. Oh. Das wirkt so, ne? Ja. Okay. Okay, noch ein Zickzacks. Hat er auch noch. Okay. Alter, was ist denn Hidden Power für eine Attacke übersetzt? Das ist Kraftreserve. Kraftreserve ist das, okay. Ja. Und Kraftreserve hat immer, je nach deinen DV-Werten, also nach den Werten, wo dein Pokémon, nach der Genetik, nach dem, was du geboren wurdest, hat es immer einen anderen Typen.
Also es kann sein, dass es eine Pflanzenattacke ist, es kann sein, dass es eine Elektroattacke ist, kann sein, dass es eine Feuerattacke ist. Das weißt du vorher nie. Und das ist das Gemeine, die kann dich in die ewigen Jagdgründe schicken. Ja. Da also, da braucht man Vorsicht. Ja. Okay. Oh. So, ey, es wäre so gut gewesen, wenn wir beide einfach ein Bedrohermon. Wenn wir beide hier Arcani und Luxtra bekommen hätten, dann wäre das schon quasi ein Free-Win gegen super viele Sachen. Mhm. Weil der Bedroher ist deswegen so gut. Jedes Mal, wenn du das Pokémon einwechselst, kriegt der Gegner -1 auf Angriff. Ja, und das ist halt stark auf Dauer, ne? Und das ist so gut. So, geil, weiter geht's. Geil. Ey, guck mal, wir haben's schon weit geschafft, würde ich sagen. In die erste Stadt. Ey, man muss jeden kleinen Progress feiern. Ja. Übrigens, mir wurde gesagt, dass wir mit jedem einzelnen NPC in diesem Spiel reden müssen oder sollen. Weil wir, warum? Also, was für einen Mehrwert gibt uns das? Scheinbar kriegen wir halt übel krasse Items oder viel, also ne, viel wertvollen und wichtigen Stuff, den wir sonst nicht bekommen, was es uns ultra viel schwerer macht. Mhm. Und ich glaube, das habe ich in der ersten Stadt schon verkackt, weil ich damit, glaube ich, niemanden geredet habe. Aber ja, das holen wir alles offscreen nach, Freunde, ja. Keine Sorge. Ja. So. Die DS-Sounds. Aha. Okay. Was erzählt er so Großartiges? Wir können das Spiel jetzt in 2D spielen, hat er gesagt, quasi. Also bist du quasi in der 2,5D-Challenge genau. Schon wieder. Audiotechnisch auf jeden Fall. So. Okay. Back to the roots. Ey, aber das wollen wir nicht. Wir haben ja nicht extra eine Switch gekauft, um wieder 3DS-Sounds zu haben. So. Richtig. Ja, dann gucke ich mich mal ein bisschen um. Hallo? Weißt du viel über Pokémon? Aha. Hm. Ich würde schon sagen, oder? Trainer so ein bisschen Spiel. Wissen hast du ja in dem Bereich. Ja, ja. With a bright future ahead of you. So let me tell you straight, I'm developing a new training regime for trainers like you. I'll pump your Pokémon to the best they could ever be. And I don't even matter how much to raise them before we start. All I need from you is a few bottle caps. Oh. Okay. Bei ihr kannst du die DVs maximieren. Das bedeutet, du kannst die Genetik, die ich gerade angesprochen habe, maximieren. Mm. Also Pokémon ihr volles Potenzial rauskitzeln. Aber dazu brauchen wir Bottle Caps, also diese. Oh Gott, wie nennt man die? Kronkorken. Wo bekommt man die her? In diesem Spiel gab's die in diesem. Also ich hab das Spiel einmal Ahnung. Gespielt, Alter. Weiß halt schon wieder nicht mehr, ob es die überhaupt gibt, ne? Aber. Das werden wir herausfinden. Wir werden es herausfinden. Ja. So, ich spreche mal mit allen Leuten hier im Pokécenter. Hm. Hier will jemand, dass ich in seine Gruppe joine. Soll ich es annehmen? Ja, klar. Warum nicht? Okay, let's go. Wie soll die Gruppe genannt werden? Professor Eich, ein well-known Pokémon-Researcher in der Kanto-Region. Samsung Oak, nein. Samuel Eich heißt er. Sevi Island is on 7 Islands. Boah, wie viele Islands waren das? Okay. Do you think you can beat me in a Pokémon Battle? Oh nein, Digga. Habe ich verschissen? Warum? Bin ich in einen Trainer reingerannt, den ich nicht besiegen kann? Oh, do you think you can beat me? Ja, nee. Sag einfach nein. Brich ab. Okay. Puh. Zieh den Schlong ein. Denkst du, dass die uns richtig geilen Shit geben, wenn wir die besiegen? Oder werden die uns einfach unsere ersten Pokémon töten? Ey, die werden safe unsere ersten Pokémon töten. Das lohnt sich nicht. Du meinst ja, was ja viel spannender ist. Ich habe eine Gruppe eröffnet. Aha. Die heißt Gigachats. Ah. Was ist denn hier so drin? Hier kann ich gar nicht lang. Warst du schon in der Pokémon-Schule?
Nee. Oh, hier ist Hübi. Immer fleißig am Lernen. Ja, voll unrealistisch. Hübi in der Schule. Ne Fake-Szenario ist das. Ja. Ey, hier gibt's die Scope Lens. Die musst du unbedingt holen. Do you cheat? Machen die? Natürlich cheat ich. Die Scope Lens macht, dass du Attacken, eine höhere Genauigkeit auf Attacken hast. Cheating is biased. Oh, von ihm kriegen wir die Candy. Die unendlichen Sonderbonbon. Tschüss. Von dem Rocker mit der Gitarre. Meister, wo ist denn die Schule hier? Da, wo das Pokémon Center ist, links. Ah, ja. Okay. Schön. Und noch ein Pokémon-Ei. Oh. Einfach ein Ei bekommen. Ja, rein da. Oha. Jetzt habe ich auch endlich mal ein Ei. Oh, warte. Die beiden wollen kämpfen. Der eine hat, glaube ich, ein Abra oder so. Uff. Okay, warte mal. Ich muss mal hier ein paar Attacken ordnen. Gehst du in den Kampf ein? Ja, klar. Digga, wir müssen noch ein paar Kämpfer auch mitnehmen. Wir können ja nicht nur den Schwanz einziehen. Ey, das Ei schlüpft schon. Mein Ei ist am Schlüpfen. Alter. Ey, wow. Ich glaube, ich bin eine gute Eiermutter. Was kommt da raus? What? Ein Klingplim ist das, ne? Klingplim, ja. Ha. Ist das nicht ein Psycho-Pokémon oder ein Zwischenfee? Das ist ein Psycho-Pokémon. Ah, nice. What? Mamfaxo. Oh mein Gott, Digga. Stark. Ich habe einfach an meinem Faxo. What? Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Das ist richtig, richtig gut. Geil. Okay, warte mal. Lass uns mal die Pokémon anschauen. Ich wollte es auch gerade sagen. Level 1, relaxed. Oh, minus Speed plus Death. Das ist super. Okay. Kann Items aufsammeln. Tackle, Metronom, Defense Curve. Okay. Alter, das ist ein richtig gutes Pokémon. Mega Magic gut. Guard. Okay, das ist auch richtig gut. Ja, ich lese es gerade schon. Das ist not bad, ne? Genau, das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel vergiftet wirst, dann kann es einfach keinen Schaden nehmen von der Vergiftung. Jo, das ist richtig gut. Und das ist krass, weil du kannst das Übel nutzen zu deinem strategischen Zweck. Und zwar, du kannst, als Beispiel, du kannst, bevor du in den Kampf reingehst, der wichtig ist, wie ein Arenaleiter oder sonst was, sagen wir, wir gehen in eine Elektroarena. Und du hast gar keinen Bock davor, paralysiert zu werden. Dann kannst du dich einfach vergiften lassen, weil du nimmst eh keinen Schaden durch Vergiftung. Und dann können dich Gegner nicht mehr paralysieren. Dann bist du immun gegen Paralyse und so. Also damit kannst du richtig krassen Shit machen auch. Das werde ich auf jeden Fall machen. Komme, was wolle. Und sowas wie Sandsturm und Hagel und sowas trifft dich halt alles nicht mehr. Ne? Das ist alles... Ja, okay, das ist echt gut. Ja, die Fähigkeit ist ziemlich nice. One. So. Okay. Boah, dieser Abra-Typ hat halt einen Abra mit Hidden Power. Da bin ich immer so, oh. Gehen wir rein oder gehen wir rein? Wollen wir gemeinsam reingehen? Komm, gehen wir rein. Hast du Biss auf Eevee schon? Ja. Ne? Okay, ja. Komm, scheiß drauf, deswegen, gehen wir rein. Das war jetzt auch meine Strategie. Oh Gott, ich glaube, bei dem Typen habe ich meine ersten Pokémon verloren damals. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber der ist ein richtiger Drecksack, Alter. Ja, guck mal, er heißt auch Harrison. Das ist schon ein Name. Schöne Grüße an jeden Harrison da draußen. Alter, solange dein Nachname nicht Ford ist, ist mir alles egal, Junge. So, aber wir beißen ihn erstmal, ne? Okay, Flinch. Yes, ich krieg einen Flinch. Du auch. Let's go. Wir killen Abra for free. Guck mal, kein Problem, sag ich doch. Mit geil. Einem Double Flinch, Alter. Was bedeutet Flinch? Flinch ist, wenn das Pokémon zurückschreckt. Wenn du Biss, also Biss hat eine... Ich glaube, 20%ige Chance, dass der Gegner zurückschreckt und die Runde nichts machen kann. Und wir haben beide einen Flinch bekommen in der Runde. Das war eine gute Runde. Das war definitiv eine richtig gute Runde. Was mich wundert, ist, dass Anton schneller ist als wir, aber nicht Abra? Okay.
Das ist auf jeden Fall ein Enton, was reinhaut, ne? Aber Pokémon tauschen können wir unendlich, ne? Boah, Bruder. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, achte drauf, weil der macht hier Routenschlag. Und das ist im ersten Augenblick immer nicht so schlimm, aber wenn er dann angreift... Meister, kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Dann tötet er dich. Okay. Was meinst du, tauschen? Pokémon tauschen zwischendrin ist kein Act, oder? Also quasi austauschen im Fight. Ja, nee, absolut nicht. Nee, wir haben extra so eingestellt, dass du nicht jedes Mal gefragt wirst, sondern dass du bewusst tauschen musst. Das ist auch eine Nuzlocke-Regel, weil wenn du dann bewusst tauschen musst, dann frisst du halt jedes Mal einen Hit beim Reinwechseln. Okay. Und sonst ist es immer so gewesen, dass du quasi, sie sagen dir, ey, da kommt Flamly rein und dann hast du, dann kannst du wechseln. Aber das ist halt mega wack, weil dann kannst du immer das Pokémon reinholen, was stark dagegen ist. Und so musst du halt das Opfer in Kauf nehmen, dass du halt Minimum einen Hit kassierst dann, ne? Wenn du wechselst. Ja, kein Problem, das berechnet man mit ein. Ja, aber genau. Hey, das war ein erfolgreicher Fight. Ja. Aber das macht halt viel aus. Das ist schon. So. Ich weiß gar nicht, ob Klingplim auch per Level Up? Freundschaft oder so sich entwickelt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, Palimpalim. Wir rausfinden. Palimpalim ist ein sehr geiles Mon, weil das Ding kann auch so Lichtschild und Reflektor und all so ein Kram. Ja. So. Ist das Ding schon vom Typ Fee? Oh je. Stimmt, das kann sein, ne? Ich glaube, es gibt schon Feen und so. Ja, es ist schon Feen. Puh. Naja, trotzdem rein in die Masse. Konvulsion knallt schon rein. Ja, ja. Schlimmsten Fall wirst du noch verwirrt. Benutz Covet immer als deinen Standard-Move, weil das Ding ist, der ist viel stärker als deine anderen Moves. Okay. Du darfst nicht vergessen, dass du Stab bekommst auf Normalattacken, also Same Type Attack Bonus, das bedeutet... Stimmt, ja, ja. Das kenne ich sogar tatsächlich. Alter, das hat jetzt gerade übel gezwirbelt. Ich weiß nicht, ob das ein Crit war oder nicht oder wie. Okay, ja, der hat viel mehr Spedef. Genau, das bedeutet, du machst mit Normalattacken viel mehr Schaden. Plus ist es eine stärkere Attacke. Plus hast du Adaptability. Das bedeutet, dass du mit Attacken, die den gleichen Typen haben wie du, noch stärker. Also die sind halt dann noch stärker. Deswegen, wenn Biss nicht sehr effektiv ist, immer mit Covet. Oh, Alter. Das knallt gerade rein, ne? Stern-Du ist eine richtige Drecksack. Ja. Oh, wow. Okay. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Das Ding ist, Stern-Du greift mit Spezialattacken an. Bro. Gut zu wissen. Oh, shit. Hä, warum die Attacke gerade? Das war doch eine physische, wo er sich so dreht. Keine Ahnung, wie die im Deutschen heißt. Ah, wahrscheinlich Turbodreher oder so. Ja, ja. Ist das nicht eine physische? Ja. Okay. Ich habe ein großes Problem. Und zwar ist dieses Starmie schneller als alles andere in meinem Team. Und ihn hier hat er quasi schon getushottet. Also beziehungsweise er hat eine Aquaknarre geballert und er hat mir genau Hälfte gemacht. Ah, das ist jetzt unangenehm. Genau, Evoli wird sterben, wenn ich jetzt drin bleibe. Wenn ich reinwechsle und er auf Aquaknarre geht und wieder hier dingselt, genau gleich viel Schaden macht, stirbt er.
der Bruder, der, bei dem glaube ich einfach nicht, dass er eine Aquaknarre gut tanken würde. Und ich habe ein Feuer-Pokémon, der wird halt direkt sterben, ne? Aber meinst du, dass Panflam One-Hit ist? Ja. Okay. Weil, okay, du musst dir vorstellen, der Typ hat 10 Spedef, Panflam hat 16. Sie haben genau gleich viel KP, aber er hier wurde quasi... Warte mal. Er hat Hälfte... Er hat Hälfte bekommen. Er hat Hälfte Schaden bekommen. Das heißt 15 Schaden. Auf Panflam ist es sehr effektiv. Das heißt, er frisst doppelt so viel Schaden. Aber er hat auch mehr Spätzdef. Das bedeutet, theoretisch würde Panflam einen Move überleben. Die Frage ist nur, dieses Stern-Du hat 2 Härtner-Intus und ich weiß nicht, A, ob der Starter outspeedet und B, ob ein Kratzer reicht. Weil ich habe natürlich ein Minus-Angriffswesen, ne? Und er ist auf plus 2 Def. Meister, was soll ich sagen? Ich würde dir sehr gerne einen Tipp geben, ne? Aber ich kann dir nur die Daumen drücken. Okay, warte mal. Ja, wir müssen das... Aber Digga, wir würden unseren Starter verlieren. Okay. Boah, also ohne Plinfa würde ich schon echt alt aussehen, ne? Ich sag's, wie es ist. Die Wasser-Pokémon ficken mich so krass hier. Geh bitte auf. Okay, wir überleben. Das ist gut. Jetzt ist die Frage. Ist es genug, dass der Ember... dass Blaze aktiviert wird und Ember reicht? Es muss reichen, Digga. Es muss reichen. Das hier ist nicht Stab und er ist auf plus 2 Def. Das wird resistiert, aber es ist... Es muss reichen. Das ist zu spannend, ich sag's dir, wie es ist. Nein, outspeede mich! Bruder. Unsere Starter sind in der 2. Folge gestorben. Einfach nur, weil wir Kämpfe gemacht haben, die nicht mal nötig waren. Und ein Stern-Du, was 3 Level unter mir war, hat gerade mein schnellstes Pokémon outspeedet. Okay. Oh no, das ist jetzt echt ärgerlich, Meister. Ja. Aber kleine Schlong-Verlängerung, dass die als erstes in Pokémon flöten gegangen ist. Damit hat safe keiner gerechnet von euch da draußen. Das ist wieder super ärgerlich. Weißt du, was wir hätten machen sollen? Sonderbonbon alle auf Level 16 klatschen. Ja, ja. Ah, oh, Digga. Das wäre wirklich sinnvoll gewesen, ne? Ah, oh, shit. Gut, dann geben wir unsere Starter direkt ab. Mal ein kurzes Vergnügen. Digga, dass dieses Ding auch kein Ruckzuck-Hieb kann. Wenn das Ding Ruckzuck-Hieb könnte... Naja, es war uns eine Ehre, mit den Startern zu kämpfen. Ja, Leute, wir brauchen keine Starter. David und ich haben vor dem Projekt abgesprochen, dass wir keine Starter benutzen. Richtig, genau. Weil Starters, ne, das ist so easy, wenn wir die hätten. Oh Gott, ey. Gut, aber ich glaube, wir müssen die Pokémon, die wir haben, leveln, ne? Weil ansonsten... Ja. Ja, schwierig, schwierig. Ja, aber, ne? Stern-Du war auf Level 8. Mein Starter war auf Level 11. Und der hat mit Abstand den höchsten Init-Wert im ganzen Team. Aber, ey, das ist so crazy. Egal. Okay. Wie gesagt, Leute, es wäre zu einfach, wenn wir Starter hätten. Deswegen, wir machen das auch so. So. Das ist tatsächlich geskriptet hier, ne? Ja, genau. In der Pokémon-Schule... Hast du alle auf Level 11 gepackt? Nee, noch nicht. What's your group's name? Oh Gott. Ah, du hast schon eine Gruppe gemacht, ne? Ja, ja, ja. Okay. Okay, kriegen wir noch was von den Leuten irgendwie? Nee.
Da ist wieder der Typ. Wir können uns ja aufteilen und dann je nachdem. Oh, da ist noch eine Quicklaw. Mm. Ja, die als die, genau, die Quicklaw hätte uns jetzt den Arsch gerettet. So, soll ich mal Helping Hand wegnehmen? Also, ich kann Quick Attack lernen. Das, du, kann Alter, ganz schön, oh, praktisch mein Gott, sein, auf, ne? Level 11 hätte das Ding Quick Attack gelernt. Ach. Warte, was? Ja, das wäre die Attacke gewesen, die mir den Arsch gerettet hat. Hätte. Ja, ja. Auf Level 11 erlernt Evoli. Ja, ja. Mach mal. Ja, ja. Helping Hand. Kannst du wegmachen. Okay, okay, okay. Oh, Mann. Ja, Leute. Was lernen wir draus? Wir werden streng uns ans Level Cap halten. Unsere Pokémon immer hochballern. Ja. No regrets. Das wäre ganz sinnvoll. Ist im Pokédex. Wie gesagt, da findest du noch Quicklaw. Die ist ganz gut. Manchmal triggert die. Was genau ist Quicklaw? Manchmal triggert die und du outspeedest dann Pokémon. Also du bist dann schneller. Du greifst. Du hast Erstschlags. Also Quote quasi. Die triggert, glaube ich, zu 10% oder so. Okay. Muss man die aktivieren? Passiert es automatisch, nee, oder wie kann ich es mir vorstellen? Das gibst du einem Pokémon. Ah, okay, cool, cool. Genau. Boah, ich bin, das ist mal schauen, ob wir diesen Run hier schaffen, Digga. Das ist noch nicht mal in der ersten Arena, Alter. Ja, Meister, ne? Also, wenn du solche Fehler machst, ja auch schwierig. Ja, vielleicht kann ich dir noch ein bisschen was beibringen hier. Ich frage mich, ob die Pokémon hier alle volle EVs und DVs haben, ey. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass der outspeedet hätte. Aber ich hätte es auch souveräner spielen können. Ich habe zum Beispiel vergessen, dass Sterndu noch keinen Psychotyp hat. Deswegen ich auf Biss gegangen bin anstelle von Covid. Mit Covid hätten wir gekillt. Also der ein oder andere Missplay war da schon drin. Oh, Dive Balls. Ja. Und jetzt haben wir hier sogar noch gute 218, wo wir theoretisch noch angeln können. Waterpools. Oh. Aquarelle. Ja, das wäre für Plinfa vielleicht ganz gut gewesen, ne? Digga, mach jetzt nicht diesen, Alter. Ich schäme mich jetzt schon. Nein, alles gut, Meister. So, okay. Hast du deine Pokémon schon hochgeböllert? Nur Evoli bisher. Wollen wir alle auf 11 ballern? 12? 11, 12 hätte ich gesagt, ja. Genau. Okay, okay. So. Ah, der will das auch lernen, okay. Was ist Aircutter im Deutschen? Luftschnitt. Ah, Luftschnitt, ne? Ja, genau. Geil. Das ist eine ziemlich gute Attacke. Ja, definitiv. Die Frage ist, was vergesse ich stattdessen? Ziemlich sicher Tackle. Okay. Weil Tackle ist physisch und physische Moves brauchst du nicht unbedingt auf dem Ding. Alright. Geil. So, Tackle nehmen wir weg, weil wir haben einen Quick Attack. Ups. Und auf Level 10 hätte das Quick Attack. Ein Level mehr und das hätte Quick Attack gelernt. Ey, das ist so bad. Oh. Das ist so ultra bad. Oh, das ist eine starke Attacke. Ich wollte gerade sagen, ne? Die kann zu 10%? 10 oder 20% kann die alle deine Statuswerte erhöhen. Oh. Also du kriegst quasi einen Omni-Boost. Was bedeutet, dass Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung und Init um eine Stufe erhöht werden im Kampf. Und das ist crazy. Dann hast du quasi gewonnen. Wenn das passiert, ja, hast, okay, du, hast krass. Du quasi gewonnen. Dann nehme ich es auf jeden Fall rein. Ne? Was packe ich stattdessen weg? Growl, Rap. Ich würde Rap
Oder, warte. Nee, Astonish. Was? Astonish kannst du wegmachen. Ah, okay. Erstauners Quatsch auf dem Ding. Ach, Erstauner ist das, okay. Der gibt Sinn. So, dann angel ich mal. Here we go. Um mich hinwegzutrösten, dass ich meinen Starter unseren Starter umgebracht habe in der ersten Folge. zweiten. Ey, wo ist denn nur die Angel her? Haben wir die gerade. Achso, hier von oben dem, wahrscheinlich. Von dem, ne? Angelmeister in der. Let's go. Im Durchgang. So, mal gucken, was schwimmt hier so rum. Bruh. Geil! Digga, du weißt schon, dass das das krasseste Pokémon ever ist, was du jemals fangen könntest, ne? Ja, ne, wenn es Gyarados wird. Bis dahin muss man es durchbekommen. Ja, weißt du, wann sich das Ding zu Gyarados entwickelt? Ist es Level 20 oder vertue ich mich gerade? Ja, Level 20. Oh, du bist doch gar nicht so weit weg. Nee, zweite Arena. Du, dritte Arena. Mashallah. Du hast ein Pokémon mit richtig krassen Statuswerten, was Drachenwut kann, was immer 40 Schaden macht, egal wie, was, wo, und einen heftig guten Typen hat. Und das Allerbeste an Gyarados ist, es hat Bedrohung. Das bedeutet, true, du hast einen der besten Encounter bekommen, die es in diesem Spiel gibt. Mashallah. Ja, guck mal, als kleiner Trost für Plinfa gerade. Ja, ja. Die meisten Leute gehen sogar so weit, dass sie Gyarados aus Nuzlockes verbannen, weil es halt einfach zu strong ist. Ja, aber ich glaube, mir kann man so ein Gyarados mal anvertrauen. Nee, ja, glaube ich auch. So, was man nicht anvertrauen kann, meine Freunde, ist mir Starter scheinbar. Aber hoffentlich wird die nächste Folge ein bisschen stabiler. Alter, das ist wirklich die größte Panne ever, ey. Weißt du, und das Ding ist, ich wusste, dass die beiden Trainer gefährlich sind. Ich hab's gespürt. Ich wusste, dass die Drecksäcke sind und trotzdem sind wir reingegangen. Oh, aber ich habe nur an Abra gedacht und nicht an Stern, du. Naja, es ist, was ist. David, mach's nix. Deine Abmod, David. Mein Abmod, Freunde. An der Stelle kann ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Part werde ich ein bisschen besser darauf aufpassen, dass Sefi auch, ne, nicht wieder unnötig so ein Pokémon ins Jenseits schickt. Da habe ich ein Auge drauf, ne, wie ein Chamäleon. Von daher, abonniert unsere Channels, Daumen nach oben nicht vergessen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Real.